Lebensinhalt sieht und das, was es einem ausmachen tut. Was macht das für dich? Was ist das Steppenwolf da sein, der sehr, sehr sensibel ist am Leben wegen mir, sehr viel Arbeit tut? Ist das, was macht das für dich aus Musiker? Also es ist ein harter Job, aber es macht einem extrem glücklich. Und ja, man muss halt einfach denken, heute gibt es viele Chats, die hart sind und die Szene wächst stetig. Also man muss sich wirklich einfach behaupten innerhalb von der Szene. Und ist auch klar, also es hängt viel Zeug halt, wenn man die kommerzielle Musikszene anschaut, hängt nicht von einem selber ab. Und das ist jetzt halt etwas, was ich halt gar nicht unbedingt wollte. Ich habe immer wollen, mein Zeug also, genau so machen, wie ich es wollte. Und das ist dann halt vielleicht für die, was wir verkaufen, nicht ganz immer so einfach. Ja. Und du holst also deine Inspirationen, oder du sagst zwar eben, dass das deine gute Freundschreibung tut, die Texte an sich. Ja. Aber so die Inspiration trotzdem, dass Melodien entstehen, kann ich hier drin. Ist das etwas aus dem Leben gegriffen? Ja. Ja, ja. Also vielleicht noch schnell zum Anfügen, auch bei dem Titel, zum Beispiel Best Friends, da habe ich gewusst, der Song, der muss so heissen. Ja. Und dann habe ich schon so ein die Textvorstellungen, habe ich dann schon. Er tut sich einfach dann noch völlig ausarbeiten, ja, damit sie dann wirklich stimmen. Und ich glaube, bei diesen 15 Songs hier auf dieser CD, es hat sehr viele verschiedene Sachen drauf. Es sind natürlich halt viele Sachen aus meinem eigenen Umfeld, die mich berührt haben, die mich glücklich gemacht haben, traurig gemacht haben. Es sind Erlebnisse, die ich irgendwo hatte, oder irgendwo. Ja, also insofern, so die ganze Palette. Es hat übrigens auch einen Fußballsong drauf, das muss ich auch noch sagen. Das ist in wie vielen Tagen? Drei? In zwei? Zwei, eins, drei und richtig vorsam. Genau. Mhm. Ist ein Fußballsong. Das ist also ich sage das nicht wegen dem. Ich finde es einfach, abgesehen davon, dass es eben ein Sportsong ist, finde ich einen hammer schönen Song. Ja. Und ist aus der Sicht der Fans. Also ist nicht ein Mannschaftssong, ja, sondern ist ein Fansong. Und er heisst eben auch bezeichnenderweise Behind the Line. Oder das ist von denen, die hinter der Linie stehen. Okay. Ja. Wenn jetzt das Ganze, wenn wir mal so ganz, wenn das Ganze jetzt wirklich losgerollt wird, dass du eine riesengroße Resonanz auf das Ganze bekommst, auf das Album, wenn Plattenfirmen zu dir kommen, die dich plötzlich möchten aufnehmen, wo eben, wie du sagst, du bist ein bisschen kommerziell, dich möchten pushen. Wäre das noch etwas, wo ich sagen würde, ist, vielleicht könnte das bei einem Kompromiss eingehen, dafür machen wir etwas auf den Boschi oder einfach etwas, was so ein bisschen wirklich gross wird, oder Werbeaufträge etc. Oder bist du heutzutage so, wie du das sagen tust, nice to have, aber ich glaube, ich gehe meinen Weg weiter. Nein, also ich glaube, das würde ich auf keinen Fall so machen. Ich denke auch, wenn jetzt irgendjemand auf mich zukäme, die wüssten ja dann schon, ah ja, das ist der Wetterling, der ist ja so und so. Und ich glaube, man käme gar nicht mit irgendetwas ganz Weltfremdem auf mich zu, sondern das wäre dann schon so ein bisschen vorbesprochen, wenn das so weit wäre. Und logisch, also ich wäre natürlich zu Kompromissen bereit. Einfach nicht durch alle Böden durch, aber ja. Wie ist das so mit dem Privatleben? Wie ist das, was mit einem Musiker genau zusammen zu leben? Das dürfte man noch kurz Frau an dieser Stelle. Aber wie kann man das so verbinden? Also eben, ich nehme an, wie du gesagt hast, du nimmst deine Inspiration aus dem Privatleben, aus dem Umfeld, auch immer wieder aus dem Leben raus. Wie geht trotzdem irgendwie so das Zusammenleben vonstatten? Ja, also man muss vielleicht sagen, du hast vorhin hier den Steppenwolf erwähnt. Also es hat in gewissem Sinn hat es ein bisschen etwas. Also ich lebe alleine. Also ich bin nicht einsam, aber ich lebe alleine. Und da muss ich natürlich schon sagen, im Laufe dieser ganzen Zeit sind natürlich schon einige Beziehungen auch in Brüche gegangen wegen dieser ganzen Musiziererei. Weil man ist halt doch sehr am Wochenende unterwegs. Viel, man ist spät unterwegs. Und ich denke, für das normale Familienleben ist das natürlich nichts.
Darum, ich habe auch keine Familie, bin auch nicht geheiratet, ich ziehe einfach mein Ding so durch. Ja. Nicht einfach nur total so, aber ich denke, ich mache es auch für gewisse Leute wirklich einfacher, wenn ich gerade sage, es ist so oder so und es ist nicht einfach. Ja. Was ist das nächste grosse Projekt, das ansteht? Ja, also das ist natürlich ganz klar die Serie, weil jetzt ist sie eben, wie gesagt, noch nicht einmal draußen und sie ist jetzt gemacht, also ich habe rund 2 Jahre daran gearbeitet und das ist eine lange Zeit und jetzt möchte ich auch natürlich möglichst eine lange Zeit damit verbringen, es unter die Leute zu bringen und halt auch konzertmässig vorzustellen. Ja. Im Radio bist du jetzt dann bald auch. Dort geht es einfach darum, auch ein bisschen genauer zu sehen, über die CD, was das sie ausmacht, und mit den kleinen Geschichten, eben, wie gesagt, wo die Stücke inspiriert. Und erzähl mir die Lust, die um so richtig rauslachen kann, Geschichte, die ein Stück ausgemacht hat auf dieser CD. Ja, also ich denke, das eine ist wirklich, dass das Last is Left Behind, was du schon angesprochen hast, das ist wirklich ein sehr lustiger Song. Und da haben wir jetzt auch textmässig, das ist so ein bisschen, das ist wie ein Comicfilm, wo abläuft. Der hat einfach wirklich so ganz lustige Redewendungen, die natürlich auch als Engländer hervorragend reingebracht hat. Es ist ein schneller Text, es ist sehr schnell gesprochen, es sind also jenste Zungenbrecher. Und dort gibt es so ein paar Sachen, zum Beispiel der Donkey Bears, der Pinstripe, das ist so ein ganz lustiger Spruch, den ich immer selber, wenn ich ihn singe, live muss schauen, dass ich nicht einfach lache, wenn ich aus dem Text ziehe. Wenn es ein Resümee zieht, du von diesen 2 Jahren, hast du gesagt, hast du schon ein Album geschaffen gehabt. Was ist so die Hauptemotion, in dieser ganzen Geschichte mit drin war? Ist etwas, was ich als Roter Vater dazu war? Ist das eine Entwicklung? Ist das eben Weiterentwicklung, Wachstum oder mehr wie ein Neugeboren werden? Musiker reden ja immer davon, dass es irgendein Symbol ist für etwas, was passiert ist in dieser Zeit. Was könntest du für ein Resümee dazu machen? Also ganz schön war natürlich für mich, gewesen, durch das, dass ich alle Instrumente selber gespielt habe, wie sich die ganzen Sachen entwickelt haben. Also, ich kann vielleicht schnell erzählen. Ich spiele immer am Anfang eine akustische Gitarre drauf, dann noch eine, einfach so als Basis, und dann singe ich schon mal drauf. Also dann hat man den Song, hat man einfach mit einer Gitarre und mit einem Gesang. Und dann fange ich das Zeug an zu entwickeln. Dann höre ich, wo kann ich was einsetzen. Dann nehme ich vielleicht Mandoline, spiele eine Mandolinenstimme dazu, dann tue ich den Bass dazu, dann spiele ich Schlagzeug. Und so kommt das zusammen wie ein riesengroßes Puzzle. Das ist über die ganze Zeit so beobachten, das ist ein sehr sinniges Erlebnis daraus. Ich denke jetzt für eine Frau oder für eine Mutter vielleicht vergleichbar, wenn sie sieht, wie ihr Kind heranwächst. Also, ich denke, das ist schon alles. Haben dich dann Reisen inspiriert zu dem Instrument, was ich vielleicht nicht so geläufig sind, zum Beispiel in unserer Schule gehen, die Mandoline spielen. Ja, es ist, also das faszinierende Instrument ist natürlich auch ein Seiteninstrument, also die Gitarre nicht ohne, das muss ich sagen. Also ich spiele nicht exotische Instrumente, also ein Didgeridoo habe ich jetzt zum Beispiel nicht getroffen, weil das wäre einfach auch von meinem gitarristischen Ding her, wäre es fast ein bisschen weiter weg. Aber ich habe viele Sachen drauf, ich habe Akkordeon drauf, ich habe so irische Tin Whistles drauf und solche Sachen. Und das ist schon auch für mich ein riesiges Erlebnis gewesen, diese Sachen. Und gerade Flöte, oder? Das hast du so lange nicht mehr gespielt, da habe ich zuerst wieder ein bisschen reichen wollen. Das ist wirklich für mich auch als ein menschlicher, irgendwie so eine gute Erfahrung gewesen, für das ganze Zeug durchzukommen.